Away sofort. Hallo und herzlich willkommen zur ersten Folge von Shantae Half Genie Hero. Ein meiner sogenannten Lieblingsspiele, die man haben sollte, wenn man als Gamer ist. Ich habe das Spiel einmal gespielt und es mir sofort im Herzen landet. Und ich wollte euch zeigen, hier habe ich mal komplett 100% durchgespielt. Ich bin leider ein Fehler drin, da habe ich auch so sehr auf dem Spiel gemacht. Und dann wurde alles gelöscht. Na egal, ja, guck mal, das alles 100%. Und es wird auch ein 100% Mod. Hier werden nämlich den normalen Modus spielen und dann den Hardcore-Modus. Der Hero-Modus hat nichts anderes als nochmal mit den Anfangs, also mit den Story-Sachen von Anfang an haben. Das ist halt nichts Besonderes. Und hier werden ja ein bisschen Rage finden. Ich habe richtig Lust auf das Spiel. Ich habe schon lange nicht mehr gespielt. Also ich würde sagen so, keine Ahnung, einen Monat oder so. Und ich wollte es einfach euch mit euch zusammen spielen. Also, let's go. So. Hey? Ist da jemand? Hallo? Praktischen Sachen. Wir werden auch in diesem Let's Play meine restlichen Achievements holen. Bis auf das Speedrunner Achievement. Unser Speedrunner Achievement. Und die, die auch zukünftig kommen werden, wie zum Beispiel beim neuen Spielmodus, was ich auch Let's Playen werde, nämlich Pile Screen Curse. Das ist ein neuer Spielmodus, der rauskommt wird. Das spielen wir mit den Antagonisten. Heißt so? Keine Ahnung. Auf jeden Fall mit dem Bösewicht. Ah, ich hab richtig Bock. Oh, Onkel. Okay. Ich hab wieder in den Wäschstein geschlafen. Hä? Der Fall hat ja schon nicht vorgesehen. Ich frag mich, wo sie hinführt. Und tschüss. Ich kann auch nichts machen, außer springen. Jetzt fühlst du direkt an. Ich habe auch schon alle anderen schon viel Felder gespielt. Ich kann auch dieses Zeigespiel so lustig. Alle nacheinander so. Doch, ein Weiß. Aber nur geil. Wobei, ich glaube, das Spiel habe ich sogar. Ich glaube, ich habe das letzte Mal vor drei Monaten gespielt, nicht nur einen Monat. Was für ein Ort? Weiß auch nicht, dass da unten ist. Was war schon wieder diese Stimme? Hier kommt der Genies. Hey, wer hat das gesagt? Wer auch immer du bist, zeig dich. Ich hab keine Angst. Ich werde nichts tun. Ein Bruder aus dem Genie-Reich. Ich habe dich hier gerufen, um dich vor einer großen Gefahr zu warnen. Der Wald wird ein Vertreter für dein dunkelhaftes Herz. Er will unsere Magie verderben und sie für seine eigenen egoistischen Zwecke missbrauchen. Mit unserer Kraft zu seiner Verfügung will dieser Vertreter der Dunkelheit über uns aber immerhin nur ein Geschenk herrschen. Niemand wird seinen Sohn entgehen. Oh nein, das klingt ernst. Ich hab ihn. Es ist eine Tochter, ich ihn fast nur du, die Kraft ihn zu besiegen. Ich war wie? Wer dir helfen, ruhig dann. Hör dich nach meiner Stimme um und folge deinem Herzen. Wie du es auch immer schon getan hast. Nur dann können unsere Weitwelten gerettet werden. Warte, geh nicht. Was mit meiner Mutter? Sie da bei dir? Ich kann mich kaum hören. Ist ja auch in Gefahr. Bitte sag es mir. Bitte, ich will wissen. Alles für dich. Ja, die Sorry ist für ein bisschen scheiße, aber das ist auch nicht so Sache. Ich weiß ja natürlich. Mann, oh Mann. Das war vielleicht ein krasser Traum. Hab jetzt keine Comics mehr im Bett. Und dieser ganze halbe Cookie ist halt wahrscheinlich auch sein Teil dazu beitragen. Naja, jetzt wo ich zu erwacht bin, ist Zeit, meinen Onkel zu treffen.
Selbstverständlich in seiner Werkstatt und steckt bis zu den Knien in seiner Erfindung. Ah, endlich sind wir hier in Scattertown, der Stadt, die Hauptstadt vom ganzen Spiel, von allen Chantier-Spielen. Übrigens, Chantier-Hero ist komplett von der ganzen Story von vorigen Teilen komplett abgeschnitten. Das ist ein Reboot der Serie, weil die ist einiges anders als in vorigen Teilen, aber auch nicht so viel, also nur das und halt die Story nicht ganz zusammenhängt. Aber sonst eigentlich fast alles. Ja, einige Änderungen. Die Änderung. Guten Morgen, Onkel. Ich hatte letzte Nacht einen absoluten Traum. Du kannst mir deine Fratze. Was ist? Hilf deinen alten Onkel mit mir, ja? Klar, das hat was mit deinen besten Erfindungen zu tun. Du wirst es schon sehen. Ein mechanischer Teufel 50 Grad im Volksstand. Einige sollte es heute geliefert werden. Ich habe deinen Freund Polo zum heutigen Laden geschickt, um es abzuholen. Aber er ist noch nicht zurückgekommen. Das war vor über seine Stunde. Der Junge hat seinen Kopf immer in die Wolken. Böse würde diese Satzzeit für mich aufheben. Wird gemacht, Onkel. Ja. Polo, oder auch gerne Polo genannt von dir. Das ist ein guter YouTuber. Der Typ da. Das ist ein ganz schön bewerfen. Hallo. Was machst du im Badehaus? Und wir warten auf, dass sie ihm sein Paket bringt. Für den falschen Lano-Hohlkopf. Diese Frau. Wie ein Badezimmer hängen. Okay, Dick. Ich schon überraschen wir. Heißt sie zusammen. Und ich wechseln. Ich kann es fertig mit ihnen reden. Jo, geht dein Telefonnummer? Guten Morgen im Bad. Guten Morgen, willkommen im Badehaus. Ein Ort, an dem du dein Körper und Geist zu den entspanntesten Klingen Düften zu Sprechtrainer Hardcore Vollgas entspannt regenerieren kannst. Normalerweise würde ich dir zur Art eine Aufgabe anbieten, aber momentan versuche ich herauszufinden, wo diese Quittung herkommt. Denn in dieser Stadt rein ist aber ein Weltmeister Trink geliefert hat, muss ich vergessen haben. Wie auch immer, falls du so den Laden nebenan gehst, nimm bitte diese Quittung mit. Du hast Kassenzettel. Ja, was Kassenzettel? Was hab ich damit? Und denke daran, dass du dich niemals verloren solltest, komm ich keinen kostenlosen Hinweis besuchen. Hier kann man sich hochheilen, was eigentlich nur wichtig ist, wenn man nicht levelt und das Menü spielt, sondern dieses Vorzeichen beendet, weil dann werden die Leben und man regeneriert. Aber ist auch egal. Willkommen, Herr Altenlauern. Wir machen ein paar Minuten auf. Oh, du holst etwas für deinen Onkel ab. Sag mir einfach die Quittung und ich bring es dir. Du hast Kassenzettel abgegeben. Ja, klar, sehen wir mal hier nach. Ob hier ist eine Bestellung. Den anderen Kerl mit dem Festplatten. Du hast Magnet. Magnet Wolf. Ah, geil. Du mir leidest die Qualität nicht ganz krass, sondern nur 400 irgendetwas fehlt. liegt daran, weil andererseits will ich kann nicht mit höherer Qualität aufnehmen, weil sonst würde ich sagen, mein PC hält nicht aus, tut mir leid. Ich habe sogar mein PC noch ein bisschen upgradet, weshalb die letzte Zeit sehr keine Videos kam, also wirklich keine. Aber das ist jetzt eigentlich auch egal. Hast du etwas für mich? Oho, es ist hier. Mein Paket ist endlich da. Es ist halt dir auch ein Leuchter für eine Vorstellung. Gute Güte, was ist das, Onkel? Was? Dass dir bei der Verteidigung der Stadt helfen wird. Ich nenne es den Dynamo. Dino, was? Dynamo. Es ist eine Vorrichtung aus der alten Welt, die ich für jetzt umsetzen möchte. Der Paket, den du mir gebracht hast, gehört genau da rein. Hier, genau so, siehst du? Aber als fertig ist, mit dieser Maschine genau genug Elektrizität erzeugen, um Scattertown Tag und Nacht zu erhalten. Scattertown wird absolut sicher sein. Und du könntest dich abwechselnd mal ausruhen.
Das ist großartig, Onkel. Mann, du sitzt sie fertig. Ja. Und es fehlen immer noch ein paar Teile. Oh Gott. Aber ich habe es schon fast geschafft. Als nächstes muss ich sehen, wie man hier nach meine Beine füllen die Namen um. Danach lasse ich ihn noch, aber habe ich jetzt nicht weg. Hast du dich schon den Keller nachgesehen? Keller? Ach, hier ist schon kein Keller. Aber da ist ein Fellgegner und der... Ah! Ein Tinkerbett! Diese dreckige Rat ist von der Variante. Ich bin mal blöd davon gelaufen. Keine Sorge, okay. Ich werde... War das? Ein Unfeuer? Diese Explosion kam von der Hauptstraße. Ich muss los. Ich kann dir damit angehören. Du willst einen Flug werfen. Schnell ist das gleich Futteral. Jo, auf jeden Fall. Go. Ich hab gehört, der hat Straße wird angegriffen. Ja, ja, die, ich werde hier einführen haben, aber keine Mann, wie will. Ja. Ich will nicht rausgucken. Warum ist da? Außer was? Mensch, brauche ich. Das war schon hier unsere meisten Tricks zu sein. Ha! Ah! Nee, Mensch, wieder auf Folge. Ja, da. Hier. Du hast Pfeife. Geil, ich hab Pfeife. Vogelpfeife? Ja, der ja später. Ich frau! Du Fotze! Entspann dich, Mensch, kann diese Größe mehrere Sekunden länger aufrechterhalten. Sekunden? Wie lange wir ein oder so und wir bringen die Shot hin. Hauptstraße. Ich weiß schon, ja. Hype, hype, hype. Du musst aufsteigen. Ich hab sie zu deinem Schlafgrün ins Jahr gefühlt. Falls jemand einen Text braucht, geh zu deinem Schlafgrün und pur ist in der Pfeife, alles klar? Da ist die Pfeife. Beschwöre Range, um dich von mitnehmen zu lassen. Und abschleppen zu lassen. Wenn du Verhaltungs, die du sammelst, nur auf deinem Schlafgrün auf, wenn du einen Flug holen, aber die Pfeife, alles klar? Hallo, schau mal her, wie ich diesen vier Arten einen Vorgeschmack eines seitigen Arschwitzes verpasst. Geno, du kannst dich auf mich verlassen. Auf mich kannst du dich auch verlassen. Im Ernst, ich lasse dich wirklich nicht runter. Los! Aber was ist hier vergeben? What to go? Oh mein Gott, erste Level. Mit der besten Musik kannst du spielen. Also... Leider hören wir diese Musik nur beim ersten Mal ersten Levels spielen und in den Quells, aber ist egal. Die Musik ist trotzdem geil. Das ist full danger, bitch. Denn es jetzt auch. Da gibt's irgendwas noch dran zu. Da gibt's nur die einen. So wie in vorigen Teilen. Ah, die vorigen Teile hat so viel gesagt dort. Da hat's wirklich was mit Screenshot, dass man die Hand zwei. Oh, eine Kiste. Die können wir aber nicht schämen. Die können wir. Die können sie mir nur schämen. Ja, aber ich weiß das. Die Macht des Haares. Du mein Haarschwiss. Oh, ich hab schon das bei meinem Schiff. Was? Diese Viecher, die da sind, sind die sogenannten Tinkerbats. Die Sklaven des Antagonisten, die wir auch in diesem Level sehen werden. Zack, der gesnackt, geil. Gedodged, bitch. Die kommen in zwei Formen. Einmal in diesen... mit diesen Säbeln und einem Molotov-Cocktails. Ach ja. Und vielen Sergeant selber damit ja auch und Ruby, mit dem man ganze Sachen kaufen kann. Mit Abspringen man, mit X schlägt man normalerweise. Das Spiel ist die mehr so eine wie mit Controller, weil mit Controller ist besser. Das Spiel gibt es auch für die View, wenn ich richtig gesehen habe. Spielt auch für die Switch, ich weiß nicht, ob es jetzt schon gab, gibt oder
wenn ich es wieder hochlade. Dann gibt es ihn noch für Xbox One oder 360, keine Ahnung. Hab sie da damals rauskam. Und dann noch für PlayStation 4. Ja, für PlayStation 4. Dann gibt's noch, ja, das war's eigentlich. Und ich hab das Gefühl, in der nächsten Zeit wird erstmal kein neuen Shanty rauskommen, sondern eher so einen kleinen DLCs, die alle kostenlos, glaube ich, werden sein würden. Hoffentlich. Selbst wenn ich jetzt dafür ruhig gerne noch ein bisschen mehr Geld ausgeben für ein paar DLCs. Weil ich spiele schon geil. Meine Grafik, die Musik und das Gameplay fühlt sich richtig gut an. So instant. Das ist einfach mag, vor allem bei Jumbo One ist einfach die Instant-Steuerung besser als wenn man so ein bisschen noch nach, wie man sich bewegt, noch einen Schritt geht. So, das hasse ich immer, wenn es bei irgendeinem Jumbo One so ist. Ein Plattformer und ein bisschen so Castlevania angehaucht mit dem Page-Niebe. Auf Shantae bin ich gekommen, weil es die Videos von hier The Science oder ich glaube The Science von Shantae erschienen oder Shantae. Dann habe ich noch ein Video, also alles von Game Theorist, also das sind gute YouTuber, also als ihr euch angucken, das ist aber Englisch, falls ihr kein Englisch könnt, Arschkarte. Also sonst geil. Und Culture Shock. Culture Shock hat geil verraten, dass der Türkei kommen sollte. Also dort, wo man spielt. Da kommen wir noch nicht hin, da kommen wir erst später hin mit den Verwandlungen, die schon gespoilert wurden durch den Heldenmodus. Nicht den Hardcore-Modus, sondern den Heldenmodus. Den hasse ich jedes Mal, ne? Jedes Mal, wenn ich einfach denke, ich laufe sie einfach mal schnell vorbei, springe ich in die Wiener rein. Aber ich will uns jetzt noch kein Mal machen, ne? Ja, keine Ahnung. Ja, ich hoffe einfach mal nicht. Fuck. Nein! Ich erinnere mich ja ein bisschen an Spendi Code. Ist mit der Plattform. Aber Ford hat schon einen richtigen Job gemacht. Crash Bandicoot hat ja auch ein Remaster bekommen. Dann ist ich find's geil, dass du ein Remaster bekommen hat. Aber als ich dann gehört habe, dass die Steuerung komplett schwammig sein sollte, dass es komplett komisch anfühlt. Beispiel, dass man einfach sich fühlt, als würde man weniger spielen als im ersten Teil. Und im zweiten Teil gibt es da so eine Rutschfunktion beziehungsweise Druckfunktion, das fühlt sich richtig langsam an. Und als ich das gehört habe, nee, hatte ich keinen Bock mehr. Da wollte ich das Spiel nicht holen. Weil ich vor mir erstmal alles an, so sein könnte im Spiel, bevor ich mir hole und selber spiele. Aber nur vor allem Steuerung ist ja, weil Steuerung ist das Wichtigste beim Spiel. Sorry, ist der Scheiße. Egal, Entschuldigung, ist ja geil. Das würde ich eben halt selber merken. Hallo, Piraten sind die. Alle Piraten sind die. Das kann nur einer hinter diesen Angriff stecken. Mann. Hohohoho. Risky Boots. Habe ich's doch gewusst. Tut. Nenn mich die Königin der sieben Welten, wenn ich bitten darf. Du, was kommst du, Alter, wie ich sehe? Ausdrücklich, wenn ich mich so sehen? Jo, immer. Ich habe auf dich gekommen. Suchst du das hier? Und jetzt, Bauplan, gib das zurück. Ganz egal, was in diesem Lehn steht. Ich will sie haben. Wie sonst kenne ich. Mein Platz als rechtmäßige Herrscher über Land und Meer einnehmen. Und tritt zurück, oder spüre die Macht meines hat omni-organistischen Partiel titanischen Ozean und allen Tinkers. Wupp tot? Denn ist nicht so. Männer! Sichern und lernen. Zeigen wir dieser Göre, was wir drauf haben. Den Gastelart.
Wenn er es nicht Pup tut. Schade, dass sie es gesagt hat. Sie sagt, manchmal sagt sie, destroying Pup tut. Kann ich mal das jetzt beleuchten. Ich bin noch zweimal Marco. Oh nein. Angreifen. Beim Marco-Modus bin ich hier in diesen Boss mehrmals gestorben, als. Ja. Sag dann, weil ich auch in Junior Lima hinkomme. Aber der Bosskampf ist eigentlich relativ einfach. Man muss einfach nur warten, bis oben des Dings fertig ist. Also das da oben fertig ist und bis da sollen wir, wenn es so ist, wie es jetzt ist, einfach die Glocke läuten und dann nach oben kommen und in der Zeit eben das ganze Spiel, was kommt, ausweichen. Nachdem man in die Schüsse gekommen hat, geht auch zwei automatisch aus und man kann Pup-Tut angreifen. Und schon fertig. Und nun ratet, wie ich gestorben bin bei diesem Boss. Bei diesem Einwachen. Ja, unlucky. Bin doch für Scheiße. Gib mir die Pläne, Whistleboots. Du hast also geschafft, die Oberen zu gewinnen. Aber das verzögert. Ich meine, unabwählbaren Weg. Du hast Pläne für den Dynamo. Bis zum nächsten Mal. Wünschling, beweg dich, du Lümmel. Ohoho. Und komm nicht wieder. Hey, wie gefällt dir das? Sieh aus, sagst du immer schnell. Ihr sollt diese besser, glaube ich, besser zurückbringen. Auf euer Herrn zum Dödel. Let's go. Und nun bekommen wir unsere erste Verwandlung. Warte. Bitte Genies, willkommen im Genie-Reich. In dieser Verwandlung trete ins Licht. Hier ist sozusagen ein kleines Tutorial, wie eine Verwandlung funktioniert. Wie kriegen wir meine Lieblingsverwandlung? Die Affenverwandlung! Wenn wir zu dieser Fähigkeit unpassierbar anwenden, ist wirklich ein Trick Y, um zu tanzen. Wir haben mit dieser Verhandlung mehrere Sachen machen. Zum Beispiel können wir anwenden, dranbleiben, dann rutschen wir wieder ab. Wir können hier hoch und runter laufen. Wir können auch davon abspringen. Und das Wichtige ist, wir sind kleiner, wodurch wir in manchen Passagen einfach durchkommen. Und ja. Boah, clear. Dann haben wir schon mal das erste Level erfolgreich gemeistert. Sollen wir nichts bekommen, aber es sagt dann, weil wir auch nichts bekommen können. Das wollen wir erst die späteren verwandeln. Und Whiskey Boys, warte von mir sehen. Sie ist mir entwischt, leid, Onkel. Schon gut, sie ist positiv. Niemand wurde verletzt und du hast es geschafft, den zurückzubringen. Ja, du bist gefeuert. Ja, gefeuert. Ja, die Aufschlüsse liegt im Trümmern und die Braten brennen und doch ihren Umweg in der Stadt. In der Lage, eine Antenne zu halten, noch nun zu ziehen, die suchen. Ein Genies Pirat, als wir alle nur die Zeit kennen, hat sich erbestellt und sehr viel Wert, den ich sich hätte. Einmal von ihm befriert, später in eine Küstenfahrten ziehen wollen. Kostenlose Miete, Atemdauer und Merke, gehen für ihr auf das Geruch, verwärmen sie sich jetzt. Meine Miete war nicht kostenlos. Deshalb auch geil. Alle Catchphrases sind geil. Gehen wir erstmal zum Itemland. Willkommen in mein Itemland. Ich kaufe mir ein paar Sachen, wie zum Beispiel Viking-Rüstung. Reduziert den Magneten schon in die Hälfte. Wobei, nee, brauchen wir eigentlich nicht. Wir holen uns das mal samt der Gegenteil. Unsere Peitschengeschwindigkeit damit schneller angreifen können. Und Metronom.
irgendwie noch einen Feuerball. Fickenball, komm. Dann, jetzt haben wir Magie. Können wir unsere Magie anzeigen müssen. Zack. Jetzt geht unsere Magie anzeigen, geht langsam. Wir ändern zu. Und diesen Feuerball. Und unsere Fähigkeiten wie zusammen. Hier haben wir alle unsere Relikte. Wir werden das Relikte besessen. Die können wir jetzt halt an und aufschreiben, falls wir sie nicht haben wollen. Falls wir sie nicht brauchen. Versuchen wir halt einfach nur unsere Tanzgeschichte. Das wird später soweit ganz gut tun. Bisher die Kunstgalerie. Das ist einfach die beste Galerie der Welt. Ich rette mich, ich habe alles in Gauisches verloren. Als ich auf die Weltreise war, wäre es mit Also. Ja. Hier sind die Konzeptkünste bis 6. Danach Feinarts. Ab 8. Okay. Die Feinarts fand ich richtig merkwürdig. Also manche waren toll, manche waren scheiße. Manche waren einfach nur genial. Und sehr sicher sind auch Gutzeichen. Entweder haben sie einen Tipp. Oder eigentlich haben. Wobei. Ich glaube, die hier in diesem Spiel alle mit Ausrufezeichen haben einfach nur etwas Wichtiges zu sagen, was sie brauchen können. Das ist schrecklich. Es gibt mir noch jemand. Also junge Mädchen, was sind da? So verschwunden. Ich habe gehört, dass ein 15 in dieser Stadt lebt. Muss du sein. Bitte, dass mein Dorf ist. Vielen, vielen Dank. Hier ist eine Karte. Ja, Mermaid Falls fehlt. Eine Karte für Mermaid Falls. Du musst natürlich die meisten zu schnell, bevor noch mehr junge Mädchen verschwinden. Das kriege ich. Kein Problem. Mich. So. Ich kann kein Deutsch. Naja. Naja, das war's aber, die letzte Karte gesehen ist dann.